Wenn du durch diese Tür gehst, gibt's kein Zurück mehr, Dan. Vielleicht solltest du sicherstellen, dass du den Kelch wirklich hast. Es ist nett, dass du uns nochmal darauf hinweist. Finde ich sehr gut. Das kommt in späteren Leveln halt nicht mehr so vor. Aber hier machen sie es noch. Das finde ich sehr, sehr gut. Och, das tut sogar weh. Silverstone, das gibt's ja gar nicht. Okay, hier haben wir also... Guck, dann gehen wir hier hinten nochmal lang. Was gibt's denn? Da gibt's auch wieder eine Tür. Depotschlüssel. Also Rathausschlüssel und Depotschlüssel können wir inzwischen finden. Bin ich da schon lang gegangen? Nein, bin ich noch nicht. So. Der zweite Stadtbereich, ne? Ja. So, okay. Mal alles genau angucken, nicht, dass hier irgendwas rumliegt. Keine Leitern über sich. Ach, ihr schon wieder. Ja. Hätte. Drei Dot. Geil. Nein, das machst du nicht. Nein. Scheiße. War nicht schnell genug. Gut, ihr seid ja nicht so schwer. Alle? Nee, ich hab schon nicht alle gekriegt. Na, ich wollte gerade sagen, ey, hör auf damit. Hede! Das ist einfach nur ein geiles Geräusch. Ich feiere das gerade total. Hede! Hier ist ein Schalter versteckt. Ich höre auch ein Geräusch. Ach, guck mal hier. Eine Plattform. Die bringt uns in irgendeinen Schuppen, wie es aussieht. Ja, da mal reingucke. Was haben wir denn hier drin? Nicht viel. Achso, wir können hier runter, wollte ich gerade sagen. Damit wir einen Sinn haben, dass wir da reingucken können. Da ist Winston. Bestimmte Objekte können geschoben oder gezogen werden. Stell dich daneben und drück die Action-Taste. Benutze die Richtungstasten, um das Objekt zu bewegen. Vielen Dank, ja. Ja, ich denke mal, damit ist dieser kleine Klops hier gemeint. Den ziehen wir da hinten am besten mal hin. Und dann können wir da hochgehen, das ist schon klar. Ich will nur mal gucken, ist hier noch was? Mal vorsichtig gehen. Ja, da ist tatsächlich noch was. Sehr schön. Also hier nehme ich dann doch mal hin und wieder ganz gern das Steuerkreuz zur Hand. Weil das einfach präziser in der Lenkung ist. Genau, da haben wir es gerade gesehen, weil das habe ich auch wieder mit dem Stick gemacht. Komm, Steuerkreuz, Dan. Sonst nichts mehr. Gehen wir mal raus. Ja, hier können wir runter. Oh! Normale Zombies! Dann nehme ich doch lieber hier mein Schwert. Das gute alte Schwert. Ui. Komm her. Na. Sehr schön. Weg ist er. Okay, soll das eine Giraffe sein? Nee. Irgendwie so ein grünes Tentakelviech. Das leuchtet. Das ist ein Fisch, glaube ich, ne? Ja, das soll ein Fisch sein. Ja, Fisch und oben hängt irgendwie der Schwanz, der leuchtet dann als Laterne. Ja, warum nicht, ne? Wobei ich bezweifle, dass es das damals in Kensington gab, aber ja, wer weiß das schon. Das war das Bild denn gerade am Zittern. Habt ihr das auch gesehen? Naja. Okay. Ach, da komme ich her. Halt, ich sehe das gerade, da komme ich her. So, welchen Schlüssel habe ich denn jetzt eigentlich eingesammelt? Mal gucken. Depotschlüssel. Okay, da weiß ich ja schon, wo wir lang müssen. Wenn wir eben hier... Gegend absuchen, denn hier ist ja auch noch was gewesen. Wir wollen ja alles finden, wenn es möglich ist. Oder ist das nur ein Rundgang? Kommen wir jetzt wieder in den anderen Bereich? Vermute es mal. Okay, hier waren wir noch nicht. Oder ich bin hier vorher reingegangen. So. Also mal. Kommt das gleich raus. So, hallo? Bleibst du mal hier? Sehr schön. Muss aber noch einer sein. Da, mach ich doch. Wollte ich nicht vergessen, Oscar. Ey, lauf doch nicht weg. So, fein. So, ich glaube, hier waren wir aber... Nee, was ist das? Das war der hier war der Rathausschlüssel, wirklich. Genau, da hinten kamen wir her. Doch, dann waren wir hier doch schon. So, dann ist hier nämlich der Depotschlüssel. Oh, neue Gegner. Sehr schön. Wow. Alle kommen sie zu mir. Warum so kopflos? So. Ach, Tür schon auf. Okay. Wo geht's denn jetzt hier hin?
Ich habe keinen Plan mehr. Wahrscheinlich kommen jetzt gleich wieder hier die Hebe. Ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll. Nein, ihr seid die Normalen. Okay. Nein, nicht klettern. Der wollte doch gerade klettern. So, einer weg. So. Ich hätte natürlich auch das hier machen können, ich Idiot, sehe ich gerade. Das ist nämlich eine Truhe, die kennt man noch. Die vernichtet so ziemlich alles im Umkreis. Mir ist es ja auch down. So, da können wir hochklettern. Du bist nicht mal totgegangen. Da steht da immer noch an der Ecke. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, da können wir noch wieder Kisten schieben. Oder? Können wir dich schieben? Ne, können wir nicht, ne? Ne, die können wir gar nicht schieben. Hier ist noch nicht viel. Also wir müssen da wohl hoch. Ja, sieht so aus. Ja, dann wollen wir mal reinkrabbeln. So, hoch. Oh, das ist eine Quelle. Ach, gab es hier schon die Wölfe oder Hunde? Ich meine mich an etwas zu erinnern. Ja, ich meine mich stark an etwas zu erinnern. Ja. Oh Gott, die sind nicht gerade nett. Ihr seht, die haben so eine ganz komische Attacke. Die zieht auch, wenn sie uns trifft, richtig gut Energie ab. Oh Mensch, wir müssen immer in Bewegung bleiben, weil die scheiße sind. Eine gute Erklärung eigentlich, ne? Ja, finde ich auch. Boah, alter Schwede, ey. An euch kann ich mich noch sehr gut erinnern. Woran liegt das wohl? Okay, einer ist weg. Das ist schon mal sehr gut. Ach Mann. Ja. Geh doch. Sag mal. Kelch kann eingesammelt werden, das ist schön. Ich will den trotzdem erledigen. Hallo. Och, ein Glück. Puh, die sind schon ein bisschen härteres Kaliber. Von denen werden später, glaube ich, auch noch mehr kommen. Aber nichtsdestotrotz haben wir die erledigt, so. In irgendeinen Sarg konnte man, glaube ich, reingehen, oder? War das nicht so? Bin fast der Ansicht, ja. Oder auch nicht. Vielleicht hat der Alex auch wieder Scheiße im Kopf. Aber irgendwas war da. Ach stimmt, hier konnte man was raufschieben. Irgendwo, da genau, hier ist eine Kiste. Oder ist es die oder ist es die nicht? Ne, die ist das dann, ne? Ja genau, irgendeine Kiste konnte man nämlich schieben. Hallo, komm her. Das weiß ich nicht, da habe ich mich das erste Mal beim Let's Play richtig blöde angestellt, weil ich einfach nicht wusste, wie man hier weiterkommt. Bis ich dann rausgefunden habe, ey Mensch, guck mal, hier kann man eine Kiste schieben. So, Kameraperspektive for the win. Aber das ist ein allgemein PlayStation 1 Problem, glaube ich, mit der Kameraperspektive. Auch bei PlayStation 2 noch. Ich habe ja gerade Akte X Resist or Surf beendet und da war die Kameraperspektive auch eines der größten Kritikpunkte. Ansonsten ein richtig geiles Spiel. Kann ich euch nur empfehlen. Guckt euch das Let's Play gerne an zu Let's Play Akte X Resist or Surf. Also die erste Staffel, sag ich mal. Das erste Szenario ist hochgeladen. Es folgt dann noch eine zweite Runde mit der zweiten Protagonistin und das ist Dana Scully. Fox Mulder hat bereits sein Abenteuer mit uns erlebt. Und Scully wird folgen. Irgendwann. So, komm her, geht dort. Eigentlich brauche ich euch ja gar nicht mehr killen, aber weiß nicht, ich lasse ungern irgendwelche Typen zurück. Ne? Wenn, vor allem hier ohne Kopf, das kann man ja nicht mit ansehen. Ne? So, besser ist das. So, dann könnten wir jetzt ins Rathaus, aber wir könnten auch erstmal... Ihr seid schon wieder da? Ja, komm. Ich will... Ja, ihr mich auch. Ja! Was ist denn hier los? Ich muss da lang, ne? Genau. Ich muss ja den Seelenkelch holen. Der ist wichtig. Also hier zur Glocke. Weiß nicht, wollen wir was einkaufen? Die Donnerbüchse ist jetzt nicht das Beste. Also, warum sage ich denn mal Donnerbüchse? Ich glaube, im ersten Teil hieß die Donnerbüchse. Gab's sie da überhaupt? Ups. Das war gerade ganz haarscharf. Ich hätte fast die PlayStation vom Tisch gerissen. Weil ich eben mit dem Fuß im Kabel hängen geblieben bin. Nimmst du den bitte mit, Daniel? Dankeschön. Danke, Ger. Kannst wieder wegfahren. Oder auch nicht.
Gut, das haben wir auch. Schön. Muss ich euch jetzt echt alle killen? Das will. Ihr steht ein bisschen im Weg rum, sagen wir mal so, ne? Na komm. Hier ist das Rathaus. Da haben wir jetzt den Schlüssel. Was gibt's denn jetzt hier noch Schönes? Da ist Winston. Winston, was ist los, altes Haus? Du hast's geschafft. Hier wurde der Zauber ausgelöst. Schau dich nach Spuren um und dann geh rüber ins Museum. Da geht was vor sich. Da geht was vor sich? Wie ins Museum rübergehen? Da komme ich doch her. Naja, gut. Egal. Dann gucken wir uns mal eben um. Bis jetzt sehe ich nicht wirklich viel. Okay, eine Treppe. Oh, diese Gargoyles sehen fast so aus, als würden sie gleich lebendig werden. Ja. Ich befürchte, das ist auch so. Oh, da ist eine Truhe hinter. Ich muss nur eine Möglichkeit finden, dahinter zu kommen. Hier zum Beispiel. Kann ich hier was schieben? Ach, hier darf ich drüber. Aha, interessant. Aha, eine Taschenuhr haben wir gefunden. Ich weiß gar nicht, ob das ein optionales Ziel war. Jedenfalls haben wir die Taschenuhr gefunden. Was ist hier? Da dürfen wir nicht raus, okay. Diese Klappe, die da eben aufgegangen ist, war das unten oder war das hier oben? Das scheint unten gewesen zu sein, weil hier ist definitiv nichts mehr. Nehmen wir mal runter. Ist hier eine Klappe aufgegangen? Oder war das nur die Tür? Bin mir gerade unsicher. Hä? Ich dachte, ich hätte in der Sequenz gesehen, wie eine Klappe im Boden aufgegangen ist und nicht eine Tür. Oder? Bin ich jetzt so verbaselt, dass ich das nicht unterscheiden kann. Aber hier ist keine Klappe, ne? Nö. Na gut, dann habe ich mich wohl verguckt. Dann ist das so. Dann war es wohl die Tür. Na okay. Dann ist das halt so. Okay, dann können wir jetzt ja das Level verlassen. Wir haben den Seelenkelch. Wir könnten euch alle killen, aber... Was bringt uns das? Außer, dass unser Schwert vielleicht stumpf wird. Dass wir Energie verlieren. Oder kriegen wir von irgendeinem von euch vielleicht nochmal ein bisschen Geld? Gibt's eine Belohnung? Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber wir versuchen es mal eben. Du noch, komm. Na, es gibt nichts dafür. Aber wir können unsere Energie nochmal eben auffüllen. Und dann haben wir Kensington auch geschafft. Zweites Level abgeschlossen. Hier dürfen wir so nicht rein, ne? Und hier ist auch kein Geld mehr versteckt, oder? Da vielleicht noch? Na. Gut, dann klettern wir hier hoch. Das mit der Klappe eben fand ich schon ein bisschen merkwürdig, um ehrlich zu sein. Also, naja, okay. Falls ihr gesehen habt, ob das eine Klappe war oder eine Tür, sagt's mir ruhig nochmal. Ansonsten, ich kann ja jederzeit in dieses Level zurückgehen. Was war das denn da gerade? Ach, da ist ein Schornstein, der qualmt. Ich wollte gerade sagen. Was war das denn? Gut, dann springen wir ruhig da rein. Achso. Ja. Meister wird sein zufrieden mit Beute. Ja, schade, dass wir noch nicht ins Grab können. Aber wir kommen wieder. Jo. Das waren die beiden Handlanger von unserem Widersacher, Lord Palethorn. Und der Dünne, dieser Echsentyp, der so ein bisschen lispelt, das war Mander. Und Mander hat die Stimme auch von Winston und den Wasserspeiern. Den anderen Namen habe ich gerade vergessen. Okay, dann wollen wir das Level beenden. Hauen wir rein. Juhu! Kensington, das Grab. Es geht also noch weiter. Das war mir jetzt nicht mehr bewusst. Ich dachte, das Level wäre abgeschlossen. Okay. Ubala. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ach, jetzt sind wir wieder im Museum. Ach so, das war gemeint. Du bist weit gekommen, Dan. An deiner Stelle würde ich jetzt speichern. Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Idee. Das machen wir auch.
Stimmt, wir kamen wieder zurück ins Museum. Praktisch so das Pendant eigentlich zum ersten Teil. Da gab es ja auch den Friedhof und die Rückkehr zum Friedhof. Jetzt haben wir hier das Museum und die Rückkehr ins Museum. Wenn man das so will. Wenn man es nicht will, dann eben nicht.